Wir geben nicht auf. Das ist unser Song. Das ist unsere Zukunft. Nein, wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf, nein. Wir geben nicht auf. Wir halten zusammen. Nein, wir geben nicht auf. Die Rettung ist alternativ. Guten Tag, Frau Merkel, entschuldigen Sie, ist das hier eine Diktatur oder eine Demokratie? So, ich begrüße nochmal alle Demonstrationsteilnehmer zu unserer heutigen Demonstration ganz recht herzlich. Ich habe schon gesehen, wir haben Gäste aus Heilbronn, wir haben sehr stark den Landesverband Schleswig-Holstein vertreten, den ich hier aufs recht herzlichste begrüße. Auch Niedersachsen habe ich gesehen, ist zahlreich vertreten und ich bin ja auch gerade auf deren Feuerwehr, unserer Eurowehr, mit der wir hoffentlich die Euro-Katastrophe alle zusammen noch abwenden können. Daher möchte ich Sie recht herzlich bitten, wenn es zu Gegensprechchören kommt mit den üblichen Titulierungen unserer Partei oder Menschen, die links bzw. rechts von deren Diktion und Doktrin stehen, sich nicht provozieren zu lassen, cool zu reagieren. Denn wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wir wollen gegen diesen Einheitsbrei von CDU, SPD, FDP und Grünen, die die Meinungshoheit meinen, in diesem Lande zu haben, gegen antreten und unserer Stimme und den Bürgerinnen und Bürgern ihre legitimen Rechte in diesem Land zurückgeben. Ich denke, das ist meine feste Überzeugung, wir stehen mit dem heutigen Tag, an dem eine bürgerliche Partei auf die Straßen geht und ihre Stimme erhebt, vor einer Zeitenwende in Deutschland, die das Koordinatensystem in diesem sehr festgefahrenen Land verschieben wird. Und ich wünsche uns allen viel Erfolg bei dieser Demonstration. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Karin Kaiser. Ich spreche hier aus Hamburg von unserer Großdemonstration der Alternative für Deutschland. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Hamburger Kollegen dieses Großereignis auf die Beine gestellt haben. Und wir sind froh, wir freuen uns, dass so viele Mitgliederinnen und Mitglieder so zahlreich hier erschienen sind. Sie sehen das anhand der Plakate, wie engagiert die Bevölkerung ist, wie wir kämpfen, um eben tatsächlich über die 5% rüberzukommen. Und wir werden es schaffen, meine Damen und Herren. Gemeinsam sind wir stark. Sie sehen unsere Slogans, die wir haben. Euro-Rettung, solange bis auch wir pleite sind. Oder der Euro spaltet Europa. Oder Geld für marode Brücken und Banken und für die Brücken keine. Meine Damen und Herren, so kann es nicht weitergehen. Deshalb macht mit, wir werden es gemeinsam schaffen. Vielen Dank. Sebastian Hausmann aus Wedel. Ich bin einer der Sprecher unseres Kreisverbandes in Pinneberg. Und ich bin hier, weil es hier die erste große Demonstration ist, unserer AfD. Und ich bin gegen Alternativlosigkeit. Wir müssen zeigen, was es für Alternativen gibt. Und ich denke, dass wir es heute gut deutlich machen, dass es Alternativen zur alternativlosen Euro-Rettung gibt. Ja, ich bin Janis André, Landessprecher Schleswig-Holstein. Gute Stimmung hier auf der Demo, sehr viele Leute, sehr viele Schleswig-Holsteiner. Ich freue mich, dass so viele hier sind und ja, wünsche uns eine schöne Demonstration. Alles Gute. Die hat recht.
Ja, hallo, ich bin Andreas Gärtner, ich bin von der Jugendorganisation der Alternative für Deutschland in Hamburg. Ich bin ganz erstaunt, wie viele Leute hier zusammengekommen sind. Eine ganz tolle Sache. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir bei der Bundestagswahl wir es reißen können. Vielen Dank. Und Mund halten. Ja, mein Name ist Conor von Lünke. Ich bin hier in Hamburg der Vorsitzende unseres Arbeitskreises Jugend. Und ich freue mich hier sehr, sehr hier zu sein. Wir sind ungefähr 400 bis 600 Personen, die hier am Demonstrationszug teilnehmen und eben gegen den Rettungswahn von Frau Merkel demonstrieren. Und ja, einen schönen Gruß an alle unsere Unterstützer und schön, dass Sie alle hier erschienen sind. 1, 2, 3, danke Polizei! 1, 2, 3, danke Polizei! 1, 2, 3, danke Polizei! Mein Name ist Karin Wagner, ich komme aus Hanau. Und ich demonstriere hier, ich bin aus Hanau gekommen, heute Morgen 500 Kilometer angefahren, weil es wichtig ist, dass die Autonomie, die Alternative für Deutschland eine gute Stimme bekommt. Mein Name ist Petra Federau, ich komme aus Schwerin und ich bin hier, weil ich bin Mutter von 4 Kindern und ich habe Sorge dafür zu tragen, dass meine Kinder eine Zukunft haben. Was hier in dieser Zeit passiert in unserem Land, ist eine Katastrophe, ist ein Skandal. Das Volk hat nichts mehr zu sagen, wir werden nur noch fremdbestimmt und unser Geld, was wir hart erarbeiten, wird zum Fenster rausgeschmissen. Keiner würde uns helfen, wenn wir Hilfe bräuchten. Und ich möchte wirklich eine Zukunft für meine Kinder haben, für meine späteren Enkelkinder. Okay, danke. Hopp, 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 der Euro ist ein Flop. Hopp, 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 der Euro ist ein Flop. 1, 2, 3, danke Polizei. 1, 2, 3, danke Polizei. 1, 2, 3, danke Polizei. Der Euro war ein großer Fehler. Jetzt wird richtig Liebe wehren. Und nochmal, der Euro war ein großer Fehler. Jetzt wird richtig Liebe wehren. Das noch mehr Euro zu verschenken, soll Merkel mal an Deutschland denken. Statt noch mehr Euro zu verschenken, soll Merkel mal an Deutschland denken. Aber wenn Sie natürlich unsere politischen Positionen vergleichen mit den politischen Positionen. Ja, wir sind heute in Hamburg und wir haben schätzungsweise 2.000 oder 3.000 Personen, schätze ich im Moment, hier auf der Straße. Es werden immer mehr und es zeigt sich ganz deutlich, dass die Bewegung in Gang kommt und dass wir jetzt kurz vor der Wahl an Kraft gewinnen, dass die Menschen verstehen und dass wir uns jetzt wirklich gemeinsam zu einer neuen Politik aufraffen. Der Euro ist K.O., wie hier skandiert wird und da muss ich zustimmen. Mein Name ist Michael Hinhoff, ich bin Landesvorsitzender von Sachsen-Anhalt, der Alternative für Deutschland. Und es ist mir heute eine große Freude und große Ehre, hier dabei zu sein, um den Hamburgern zu zeigen, dass es Alternativen in Deutschland gibt. Deshalb sind wir heute zu Tausenden aus ganz Deutschland gekommen, um hier eine machtvolle Demonstration unserer Stärke, die wir innerhalb eines halben Jahres aufgebaut haben, zu zeigen. Deshalb, liebe Wähler, wählt die Alternative für Deutschland. Da ist gewährleistet, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wieder Einzug halten. Dankeschön. Zufrieden? Ich bin Ralf aus Hildesheim, bin hier mit 5 Leuten angekommen und wir wollen diese Demo verstärken, weil wir deutlich machen wollen, das läuft schief hier in unserer Republik und das müssen wir, diese Solidarität mit den anderen Landesverbänden, müssen wir hinkriegen. Deswegen sind hier Leute aus ganz Niedersachsen und sogar aus den neuen Bundesländern. Alle reisen an, um hier eine mediale Aufmerksamkeit hinzubekommen. Das ist uns wichtig. Ich bin Christoph, ich komme aus Hildesheim, ich bin mit vielen Mitstreitern hier und wir sind gegen den Euro, weil wir für Europa sind. Ho, ha, ho, der Euro ist K.O.
Selbst Donani sieht es ein, der Euro muss ein Fehler sein. Mein Name ist Martin Renner und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bin dort stellvertretender Sprecher. Aber ich bin nicht nur stellvertretender Sprecher, sondern ich bin auch derjenige, der den Namen Alternative für Deutschland entwickelt hat und das Logo entwickelt hat. Und ich bin total bewegt, dass wir hier diese tolle Atmosphäre haben und das, was wir hier geschafft haben. Dankeschön. Mein Name ist Frau Baumann aus Philippinen. Ich komme hier, weil ich möchte gerne unterstützen, meine Enkelkinder zu bekommen. Ich komme aus Neumünster. Wir sind bei uns nicht Menschen, Frauen und Männer, die in früheren Jahren mal der CDU, der SPD, der FDP, den Grünen, ja, der Linken angehört haben und die erkennen, dass die Blockparteien, die hier heute im Bundestag präsent sind, in eine Richtung spazieren, dass es keine Unterschiede mehr gibt und dass sie in einer einzigen Zielrichtung gemein sind, nämlich das Volk zu bevormunden und nach ihrem Willen zu regieren, ohne den Bürger, ohne sie zu fragen. Wir haben in den vergangenen Jahren seit 2007 eine Politik in Deutschland erlebt, die im Vergleich zu allem, was nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland passiert ist, ohne Beispiel ist. Es wurden Verträge gebrochen, die einst in Maastricht unterschrieben und besiegelt wurden, mit einem Federstrich zur Seite gewischt, um die Schuldenpolitik der Staatsbankrotteure und der Banken zu unterstützen. Eine unheilige Allianz von Kapital und Politik, die inzwischen voneinander abhängig ist, regiert unser Land und nimmt uns die Freiheiten in freier Entscheidung für die Zukunft unseres Landes zu wählen und zu entscheiden. Bitte Sie daher von Herzen, bedenken Sie, was in den vergangenen Jahren alles passiert ist, wie wir belogen und betrogen worden sind. Mein Name ist Irina Smirnova, ich komme aus St. Petersburg. Ich bin hier für Alternative für Deutschland. Mein Name ist Frank Markiewicz, ich komme aus Bonn und bin hier, weil uns die Politik so belügt. Wir sind das Volk! 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 Ein Volk, das nichts zu sagen hat, hat Politik mit Recht gesagt. Ja, ich freue mich sehr, dass wir diese großartige Demonstration hier heute haben. Es sind sehr viel mehr Leute gekommen, als wir erwartet hatten. Die Stimmung ist wunderbar. Die Motivation der Mitglieder ist sehr hoch. Wir machen hier wirklich deutlich, was unser Anliegen ist und warum es uns wichtig ist, für eine Änderung in der Euro-Währungspolitik, für einen Stopp der Schuldenübernahme zu kämpfen. Und das ist eben etwas, was es wichtig ist, den Bürgern und den Wählern rechtzeitig vor der Bundestagswahl zu kommunizieren. Wo ist die große Betroffenheitsmutti der Nation gewesen, Frau Roth? Ich habe keine Stimme, kein Interview von ihr gehört. Und das Bekenntnis von den Trittin zu Gewaltfreiheit war auch ihr dürftig, leise und mühsam und nach einigen Tagen über seine Lippen gekommen. Das ist Demokratie im Jahre 2013 gegenüber Andersdenkenden in Deutschland. So
Soweit stelle ich in den Raum, dass wir die geistigen Brandstifter dieser Taten sicherlich woanders suchen müssen. Und wenn man es dann so bezeichnen kann, möchte ich das mit einem Wort der Iren aus diesen Reihen, die diese Gewalt verübt haben, zitieren. Was sagte doch Rosa Luxemburg? Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ja, heute am 17.8. hält die Alternative für Deutschland in Hamburg ihre erste öffentliche Kundgebung. Im Hintergrund hört man schon Beatrix von Storch. Beatrix ist eine der aktivsten Personen innerhalb der Alternative für Deutschland. Sie ist auch gleichzeitig Direktkandidatin für Berlin-Mitte, wenn ich mich recht erinnere. Alternative für Deutschland ist eine junge Partei, begründet im Februar. Und wenn ich mir die ganzen Leute hier im Publikum angucke, bei den ganzen Wahlkämpfern, das sind ganz normale Leute von nebenan, bürgerliche, liberale, da sind Schüler dabei, da sind sehr viele Familien mit Kindern dabei und das erste Auftreten für viele, die noch nie auf einer Demonstration gewesen sind. Beatrix von Storch hält die vorletzte Rede und gleich am Ende wird dann Bernd Lucke seine große Abschlussrede halten. Ich werde die Demonstration weiterverfolgen und ja, ein paar Eindrücke sammeln. Vielen Dank. Wir sind Unterstützer der AfD, weil wir uns Sorgen um unser Erspartes machen. Und deshalb unterstützen wir die neue Partei. Danke. Richtig wählen. Ich bin schon Unterstützer. Ja, hallo, mein Name ist Jennifer Zenner. Ich bin im Kreisverband Nürnberg in Mittelfranken Mitglied. Habe mich jetzt hierher begeben, habe ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen wollen, bei der ersten Großveranstaltung dabei zu sein, um die Mitglieder, Unterstützer und Freunde von uns zu unterstützen. Und habe festgestellt, es wird eine richtige Bürgerbewegung. Die AfD wählen am 22.09. Macht alle mit. Eine tolle Veranstaltung, die erste Demo meines Lebens, wo ich persönlich meinen politischen Willen Ausdruck geben kann. Und ich hoffe nur von ganzem Herzen, dass das eine Ausstrahlung entwickelt, die bis nach Berlin reicht. Und die letztendlich dazu mitführt, dass wir diese 5%-Hürde man ebenso ganz locker knacken. Und eine Motivation wird es für alle mit sein. Ich habe so eine Demonstration in Hamburg schon nicht mehr erlebt und freue mich, dass ich hier an teilnehmen konnte. Das sind wir so ein positiven. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Parteifreunde, ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Nicht nur hier aus Hamburg, sondern auch aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder anderen Ländern. Wir haben eine eindrucksvolle Demonstration hier gemacht heute und ich freue mich, dass eine so gute Stimmung da ist. Ich habe jetzt die Ehre, hier an dieser Stelle zu reden und nach mir folgt unser Bundesvorsitzender Bernd Lucke. Der Euro und die Schulden sind dramatische Probleme, aber sie sind kein Naturereignis. Sie sind keine Katastrophe von außen, sie sind Politiker gemacht. Die Europolitik liefert Lehrstücke für Öffentlichkeit, für mangelndes Rechtsbewusstsein und für demokratische Defizite. Das war schon bei der Einführung des Euro so. Helmut Kohl wollte den Euro aus ehrenwerten politischen Gründen, aus wolkiger Europa-Euphorie und um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Aber er war kein Ökonom und er war bei der Euro-Einführung auch kein Demokrat. Damals war die große Mehrheit der Ökonomen der Meinung, dass der Euro in dieser Weise und mit diesen Ländern niemals funktionieren würde. Die Fachleute in der Bundesbank und in der ganzen Fachöffentlichkeit haben ihn gewarnt. Helmut Kohl wusste genau, dass die Mehrheit des deutschen Volkes lieber den Euro behalten, den D-Mark behalten wollte. Ja, und nicht den Euro. 70% der Bevölkerung waren damals dafür, die D-Mark zu behalten. Und ganz egal, ob das aus ökonomischer Rationalität geschah oder aus dem Bauchgefühl, das ist dafür ganz egal. Das Volk
hätte was anderes gewollt. Die D-Mark war das emotionale Symbol des Wirtschaftswunders nach 1948. Es hat sich bewährt für das ganze Land und für jeden Einzelnen. Kohl wusste genau, warum er keine Volksabstimmung über den Euro machte. Er wäre damit baden gegangen. Hätte es in den 90er Jahren in Deutschland eine Volksabstimmung gegeben, hätten wir ganz sicher den Euro nicht bekommen und wir hätten jetzt nicht die dramatischen Probleme und die Schuldenberge, die uns schwer drücken. Seitdem nenne ich Kohl einen Undemokraten und Frau Merkel hat bei ihm gelernt. Politiker sagen oft, das Volk sei zu dumm für solche Entscheidungen. Da müssen die klugen Parteipolitiker ran. Die Bürger waren klüger als die Politiker, die wir jetzt ganz deutlich sehen. Die Oppositionsparteien haben in der Demokratie die Aufgabe der Regierung, eine Kontroverse zu liefern, in der Öffentlichkeit Gegenargumente zu präsentieren. Und die gab es damals wahrlich genug. Allerdings nur in der Fachöffentlichkeit, nicht im Parlament. Das nenne ich ein Demokratiedefizit. Ohne die Nobelau-Klausel hätten die Deutschen den Vertrag nicht unterschrieben, so hieß es. Aber kaum gab es zum ersten Mal ein Problem, nämlich im Mai 2010 mit einer winzig kleinen Volkswirtschaft wie Griechenland und alles war vergessen. Frau Merkel und die anderen Regierungschefs haben sich damals innerhalb von 3 Tagen mit einer Frechheit über die geschriebenen Verträge hinweggesetzt, dass mir der Atem stockte. Und das tut er immer noch, wenn ich daran denke. Frau Merkel hat immer den Spruch gebracht, scheitert der Euro, scheitert Europa. Nichts könnte falscher sein. Der Euro ist nämlich schon gescheitert. Nur viele wissen es noch nicht. Je später unsere Regierung das eingesteht, umso teurer wird es für uns. Jetzt können wir noch das Schlimmste verhindern. In 2 Jahren nicht mehr. Die Europäische Kommission hat sich zu viel Macht angeeignet, still und heimlich, ohne konkrete Entscheidung, ohne uns zu fragen. Darüber muss neu nachgedacht und entschieden werden und das soll das Volk tun. Das sollten die Bürger entscheiden in einer Volksabstimmung, wie viel Macht nach Brüssel gehen soll. Wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Das soll ich an dieser Stelle mal deutlich sagen. Zweitens steht die AfD für den Schutz der Deutschen vor den Schulden anderer. Dafür werden wir kämpfen im Bundestag. Und drittens, die AfD steht für mehr Demokratie auf allen Ebenen des Staates. Das gilt für Volksabstimmungen, das gilt für die repräsentative Demokratie. Überall soll das Volk wesentlich mehr Macht bekommen, was natürlich heißt, es den Blockparteien wegzunehmen. Wir werden es Ihnen zeigen am 22. September. Und inzwischen merken Sie das auch, das haben Sie ja jüngst mitbekommen, als Herr Güllner zugegeben hat, der Chef von Forsa, dass es anders aussieht, als wir in den Zeitungen immer lesen. Und alle Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass meine Stimme vergeudet ist, denen können Sie jetzt sagen, die AfD kommt in den Bundestag, wählt sie. Eine Freude, versuche anzukündigen, unseren Bundesspitzenkandidaten, unseren Bundesparteivorsitzenden, und es ist mir eine Freude, Bernd, dir das Wort zu geben. Ja, meine lieben Freunde, ich habe Sie vorhin schon begrüßt, aber ich grüße Sie sehr herzlich noch einmal und sehr gerne noch einmal. Ich freue mich, dass so viele von uns hier in Hamburg am Gänsemarkt sind, um diese Demonstration hier abzuschließen und um noch einmal ganz deutlich zu machen, für was wir alles stehen, was unsere zentralen politischen Anliegen sind, dass wir nicht mehr eintreten wollen für die Schulden, die andere Staaten auf sich genommen haben,
dass wir uns wehren gegen diese sündhaft teure Energiepolitik, die uns zugemutet wird seitens der Bundesregierung, dass wir eintreten für mehr Bildung und Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, dass wir eintreten für sichere Renten, dass wir eintreten für ein Zuwanderungsrecht nach klaren Kriterien, die an den Erfordernissen unseres Arbeitsmarktes orientiert sind, dass wir uns einsetzen für ein liberales Asylrecht für alle die, die ernsthaft unter politischer Verfolgung leiden, damit diese Menschen hier gastfreundlich aufgenommen werden und damit sie eine Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und lassen Sie mich vielleicht etwas allgemeiner und etwas weiter und etwas literarischer ausholen, denn wenn ich an Deutschland denke, in dem Zustand, in dem wir es heute sehen, dann fällt mir ein Hamlet. Dann fällt mir ein Hamlet, den Rebellen, der aufbegehrt hat gegen den eigenen Herrscher, mit den berühmt gewordenen Worten: Es ist etwas faul im Staate. Dänemark? Nein, meine Damen und Herren, nein, es geht nicht um Dänemark. Es geht nicht um unseren liebenswerten Nachbarn im Norden, der klug genug gewesen ist, sich aus dem Euro herauszuhalten, sondern es geht um Deutschland. Im deutschen Staat ist etwas faul. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir heute hier und deshalb demonstrieren wir heute hier. Meine Damen und Herren, das ist ja keine Kleinigkeit. Das geht ja hier um das Grundverhältnis zwischen Parlament und Regierung. Es geht um das Grundverhältnis zwischen Legislative und Exekutive. Und nach allen demokratischen Vorstellungen, die wir haben, ist es doch so, dass die Legislative die Exekutive kontrollieren soll. Ja, wie kann denn die Legislative die Exekutive kontrollieren, wenn sie selbst nicht mehr weiß, was Sache ist und sich das von der Exekutive sagen lassen muss? Das Schlimme, meine Damen und Herren, scheint zu sein, dass es nicht etwa so ist, dass der Finanzausschuss einfach faul ist. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Es ist wohl eher so, dass der Finanzausschuss einfach den Überblick verloren hat über das, was da alles in Sachen Euro-Rettung gelaufen ist. Es ist nämlich so, dass die Euro-Rettung geworden ist zu einem völlig unüberschaubaren, wild wuchernden Krebsgeschwür, das unkontrolliert weiter wächst. Und die Damen und Herren Abgeordneten im Finanzausschuss und allgemein im Deutschen Bundestag haben seit langem schon keine Ahnung mehr davon und schauen einfach nur noch hilflos zu. Meine Damen und Herren, das ist der Grund, weshalb wir hier stehen. Diese Art von Abgeordneten, die brauchen wir nicht länger. Da haben wir eine Alternative. Im Westen Deutschlands, in dem alten Teil der Bundesrepublik, gibt es 20 Millionen Rentner. Jeder kriegt durchschnittlich im Monat 680 Euro Rente. 680 Euro Rente pro Monat werden im Durchschnitt an die 20 Millionen deutschen Rentner ausgezahlt. Jetzt wachsen diese Renten ja ab und zu. Da gibt es dann also Rentenerhöhungen, die werden staatlicherseits festgesetzt. Wissen Sie, wie groß die letzte Rentenerhöhung gewesen ist? Wir haben genügend Rentner hier, die wissen es genau, nicht wahr? Einen Viertel Prozentpunkt, 0,25% Steigerung der Rente zum 1. Juli 2013. Meine Damen und Herren, das sind 1,70 Euro pro Monat, was man den Rentnern mehr gibt. 6 Cent pro Tag. Meine Damen und Herren, das ist eine Schande und es ist eine Frechheit, dass man unsere Rentner in dieser Form behandelt. Das sind die Menschen, die mit ihrer Leistung unseren Sozialstaat begründet haben, die dafür Sorge getragen haben, dass wir heute frei von wirtschaftlichen Nöten und von sozialen Nöten in diesem Staat friedlich miteinander leben können. Das sind die Menschen, die die Demokratie in diesem Staat nach den schrecklichen Jahren der Nazi-Herrschaft fest verwurzelt haben. Diese Menschen haben alles das geleistet, was Deutschland heute zu Deutschland macht. Und jetzt sind diese Menschen alt. Jetzt sind sie oft nicht mehr gesund. Jetzt sind sie schwach. Jetzt bedürfen sie unserer Hilfe. Jetzt bedürfen sie unserer Unterstützung.
und dann speisen wir sie ab mit weniger, als man in der Kneipe an Trinkgeld gibt bei der Rentenerhöhung. Meine Damen und Herren, das kann doch nicht richtig sein. €1,70 pro Monat und gleichzeitig haben wir 95 Milliarden Euro, die wir in die Euro-Rettung hineinstopfen. Wenn man Herrn Schäuble glauben darf. Meine Damen und Herren, wenn man Herrn Schäuble glauben darf. Der springende Punkt ist natürlich noch nur der, dass ich eigentlich reden wollte über die Tatsache, dass der Finanzminister als derjenige, der den Durchblick haben müsste, über all diese Haftungsrisiken, dass der Finanzminister als derjenige, der es doch ganz genau wissen muss, wie viel wir an Haftungsrisiken eingegangen sind, hier noch nicht einmal die richtigen Zahlen geliefert hat, dass der den Ausschuss getäuscht und irregeführt und belogen hat. Meine Damen und Herren, was für einem Staat leben wir eigentlich, wenn sich der Bundestagsausschuss, der zuständig ist für diese Fragen, noch nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Finanzminister die Wahrheit sagt? Also, Schäuble hat gesagt 95 Milliarden Euro. Wahrscheinlich kam ihm das zu Pass, weil die Zahl dann immerhin noch nur zweistellig gewesen ist. Aber wollen Sie mal wissen, wie weit diese Zahl von der Wahrheit entfernt ist? Dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, wenn Sie mal gucken, wie groß die Zustimmung für die Alternative für Deutschland in der Bevölkerung ist und das mit den offiziellen Meinungsumfragen vergleichen. Tatsächlich hat der gute Herr Schäuble nämlich so einige zweistellige Milliardenrisiken einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das scheint sogar seinen bis zur Selbstverleugnung loyalen Beamten die Zornesröte ins Gesicht getrieben zu haben. Denn die haben es dann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesteckt, dass das alles nicht stimmte. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da alles fehlt in der Rechnung von Herrn Schäuble. Der hat nämlich nur zusammengerechnet die Risiken aus der sogenannten EFSF, also dem ersten Rettungsschirm, und dem ESM. Aber er hat unter den Tisch fallen lassen die Hilfsmittel, die die Europäische Union bei der ersten Griechenland-Rettung und beim ersten Rettungsschirm beigesteuert hat. Der deutsche Anteil an diesen EU-Mitteln beträgt 12 Milliarden Euro. Und die fehlen in der Rechnung von Herrn Scholz. 12 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, das sind umgerechnet 7,5% Rentenerhöhung für 20 Millionen Rentner in Deutschland. Und dann hat der gute Herr Schäuble unter den Tisch fallen lassen alle deutschen Mittel aus der ersten Griechenland-Rettung. Das sind weitere 15 Milliarden Euro oder der Gegenwert von ungefähr 600.000 Kita-Plätzen in Deutschland. Und dann hat der gute Herr Schäuble unter den Tisch fallen lassen all die Zinsen, die Griechenland uns eigentlich schuldet und die wir Griechenland jetzt, nein, die nicht wir, sondern die Bundesregierung, die Herr Schäuble Griechenland gestundet hat, bis zum Jahre 2020. Das sind nochmal 14 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, für 14 Milliarden Euro baue ich Ihnen hier in Hamburg in jedem einzelnen Stadtbezirk eine komplette Elbphilharmonie. Meine Damen und Herren, wir sind hier eine Demokratie und da bewirbt man sich um Stimmen. Da ist es nicht so, dass man als ein Platzhirsch auf irgendwelchen Stimmen sitzt, sondern da muss man die Wähler überzeugen, Tag für Tag davon, dass die eigene Partei die richtige Partei ist und dass sie das Vertrauen verdient. Und das hat die CDU. Und das hat die CDU eben nicht vermocht. Da gibt es Leute, die sind schwer enttäuscht von der CDU. Genauso wie es Leute gibt, die schwer enttäuscht sind von der SPD. Oder schwer enttäuscht sind von der FDP, die die Unverfrorenheit besitzt, jetzt Schluss mit Schulden zu plakatieren, nachdem sie gerade dieses ganze Schuldenschlamassel mitverantwortet hat und mit stolzen 15% nicht imstande war, das Ganze zu verhindern. Meine Damen und Herren, die Leute sind nicht überzeugt davon, sie sind zutiefst enttäuscht von diesen Altparteien und sie dürsten nach einer Alternative. Und deshalb werden die Menschen die Alternative für Deutschland wählen und das sind nicht etwa Stimmen, die die CDU und FDP weggenommen bekommen haben, sondern das sind Stimmen, die sie durch ihre eigene Unfähigkeit verschenkt haben und die wir durch unser glaubhaftes Programm gewonnen haben. Denn überlegen Sie, wie war es denn früher, wenn ein früherer CDU-Wähler tief enttäuscht von seiner Partei gewesen ist? Wenn er den Eindruck hatte, dass diese Partei in der Regierungsverantwortung versagt hatte? Oder wenn ein FDP-Anhänger den Eindruck hatte, dass seine frühere Partei, die FDP, seine Interessen einfach nicht mehr vertritt? Ja, welche andere Möglichkeit hatte er denn gehabt, als die Opposition zu wählen?
dann haben diese Leute, oder zumindest ein Teil dieser Leute, dann haben die eben die SPD gewählt oder die Grünen gewählt. Das war früher der Fall, wenn die Leute enttäuscht waren mit CDU und FDP. Aber heute können diese Leute die Alternative für Deutschland wählen. Heute wird Rot-Grün gerade nicht gestärkt, weil es uns gibt, meine Damen und Herren. Einfach aus unserer Kraft heraus, aus Ihrer Kraft heraus, aus Ihrem Engagement und Ihrem Enthusiasmus heraus, aus Ihrer Zeit und auch aus Ihrem Geld. Nie zuvor in Deutschland ist eine Partei so schnell, so weit gekommen. Was wir hier geschafft haben und was wir noch schaffen werden, ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands ohne Beispiel. Wir sind die Alternative für Deutschland. Und Sie alle sind ein Teil dieser Alternative und Sie sind ein Teil dieser Erfolgsgeschichte. Sie sind Teil einer Erfolgsgeschichte, die uns niemand zugetraut hat und die wir dennoch unbeirrt fortsetzen werden und die wir weitertreiben werden, weil sie wichtig ist für unser Land und für unsere Demokratie und für unseren Wohlstand und für ein friedliches, geeintes Europa und natürlich zuletzt, aber eigentlich zuallererst für unsere Kinder und für unsere Enkel. Mit Ihrer Motivation, meine Damen und Herren, mit Ihrem Engagement, mit Ihrer Einsatzbereitschaft, mit Ihrer Überzeugungskraft werden wir diesen unseren Weg fortsetzen, aufrecht und unbeirrt. Und wir haben jetzt noch 5 weitere Wochen vor uns, wo wir alle Kraft dafür einsetzen werden. Und alle Überzeugung und alle Argumente, die wir haben, um die Wähler davon zu überzeugen, dass wir als Alternative für Deutschland die richtigen Lösungskonzepte haben. Für Deutschland und für das geeinte, friedlich zusammenlebende, harmonische Europa, was uns vorschwebt. Wir werden unseren Weg fortsetzen, bis zum krönenden Abschluss, meine Damen und Herren. In 5 Wochen, am 22. September, wenn wir abends um 18 Uhr feststellen, meine Damen und Herren, dass wir einziehen werden in den Deutschen Bundestag als die Alternative für Deutschland. Schönen Dank. Der Dank und der Applaus gilt Ihnen allen, meine Damen und Herren. Ich danke dir für deine tolle Rede und ich freue mich schon auf deine erste Rede im Bundestag. Ich freue mich, jetzt sagen zu können, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung war. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir bei schönem Wetter in guter Stimmung hier die Stimmung auch für den Wahlkampf noch weiter aufgeheizt haben. Ich glaube, Sie alle wirken daran mit, dass wir am 22. Erfolg haben werden. Bevor Sie jetzt nach Hause gehen, hat mich Jens Eckleben gebeten, ihm nochmal das Wort zu geben für organisatorische Dinge. Ich wünsche Ihnen schon einen schönen Heimweg und einen guten Wahlkampf bis zum 22. September. Liebe Freunde, ich möchte mich ganz persönlich bei euch bedanken. Ich habe euch die letzten 14 Tage mit Werbung für diese Demo genervt. Ich finde es toll, wir waren heute über 900 Leute hier. Wir haben heute früh Transparente ausgegeben. Einmal die mit den Handschlaufen und auch die Tragetransparente mit den Stangen und 30 AfD-Fahnen. Da wir die für die anderen Landesverbände für die Demos brauchen und die auch im nächsten Jahr wieder brauchen für den Wahlkampf, bringt sie bitte zusammengerollt nach vorne und legt sie auf die Bühne. Dankeschön. Schönen Tag noch in Hamburg. Er möchte gerne, dass wir uns mal zusammen hier hinstellen. Ja. Dann machen wir das. Wunderbar. Hat meine Tochter gemacht. Schönen guten Tag. Und zwar, ich komme aus der ehemaligen DDR und
die Unfreiheitlichkeit, die langsam einzieht, die System Merkel, die Sozialdemokratisierung der CDU, sehe ich eigentlich kritisch. Und das muss eigentlich verhindert werden mit einer bürgerlichen Mitte. Und ich sehe die AfD als Alternative zu diesem sozialistischen Einheitsbrei der DDR. Ich bedanke mich. Mein Name ist Roland Bentsch. Ich bin hier heute hergekommen zu der Veranstaltung, weil ich mich als Vertreter der bürgerlichen Mitte nicht mehr vertreten fühle im Deutschen Bundestag. Und die Veranstaltung hier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich unter Gleichen und Gleichgesinnten wohlgefühlt und bin sehr sicher, dass die Alternative für Deutschland den Einzug in den Deutschen Bundestag schaffen wird. Mein Name ist Kai Gottschalk, ich bin stellvertretender Landesvorsitzender des Landesverbandes Hamburg und sitze hier auf dem Gänsemarkt, auf dem wir heute eine der größten politischen Demonstrationen der letzten 5 Jahre einer bürgerlichen Partei gesehen haben. Und wir können stolz verkünden, dass über 800 Menschen an dieser Demonstration hier in Hamburg teilgenommen haben. Ich habe eben nach Rücksprache mit der Polizei gehört, dass eine der farbenfrohsten und friedlichsten Veranstaltungen der letzten Jahre war. Und ich bin wahnsinnig stolz auf unseren Landesverband, auf unsere Partei und die Unterstützer, die aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, da zum Beispiel aus Heilbronn, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zu uns gestoßen sind und uns in dieser doch nicht einfachen Aufgabe unterstützt haben. Insbesondere Dank an die Niedersachsen, die uns die Feuerwehr und die Schleswig-Holsteiner, die sie uns ihre Eurowehr zur Verfügung gestellt haben. Und mein spezieller Dank natürlich auch an all die tollen Unterstützer und Freiwilligen, die mit Ordnerdiensten, mit Sicherheitskräften uns hier unterstützt haben. Eine rundweg gelungene Veranstaltung, die der AfD für den Rest des Wahlkampfes Motivation und nochmal einen großen Schub geben wird, damit wir am 22.09. in Berlin in den Bundestag einziehen und für eine neue Politik und mehr Bürgerbeteiligung in Deutschland sorgen werden. Dankeschön. Nein, wir geben nicht auf, die Rettung ist alternativ. Guten Tag, Frau Merkel, entschuldigen Sie, ist das hier eine Diktatur oder eine Demokratie? Sind wir nur ein Haufen...